Aber ja, vielleicht musst du im Inventar einfach hier, höchstwahrscheinlich ist es bei dir noch ein Questgegenstand, ne, dass du dann hier einen Platz dafür auswählen musst, ne, dass du das dann drauflegst und dann mit dem Kreismenü das nutzen kannst. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie das damals war bei uns. Da gib mir mal die Green Lantern wieder. So. RB steht da, aber kein RB. Mit welchem Controller spielst du? Mit einem PlayStation-Controller? Wenn das ein Play... Oh Gottchen, jetzt muss ich erstmal... Wo ist mein PlayStation-Controller? Wo ist denn der? Da. Ich möchte wirklich wissen, was passiert, wenn die Gosse verstopft ist. Dann wäre das R1 auf einem PlayStation-Controller. Ja, das ist die an der rechten Seite die Taste, die Schultertaste, die obere. In den seltensten Fällen wird ja der PlayStation-Controller sogar wirklich aktiv bedacht, nicht? Zur Not, ich bin mir gerade unsicher, in den Optionen, Steuerungseinstellungen, da Tastenzuweisung. Ich bin mir unsicher, ob du bei den Tastenzuweisungen was machen kannst. Hier genau, hier gibt es einmal das Steuerungsschema. Ja, das wäre jetzt für einen Xbox-Controller. Kann man nämlich nichts umstellen. Aber ich glaube, das wäre halt äquivalent zu einem PlayStation, ne, das quasi R1 RB ist. Und R2 RT. Würde ich jetzt behaupten wollen. Dieses Wetter macht mich ganz melancholisch. So. Aber wir müssen mit Ciri reden. Ciri! Also, Ciri helfen. Wo bist du? Da. Ach, guck mal, die hat einen Hoodie auf. Fast nicht erkannt. Ist fast wie Sonnenbrille und Cappy in Marvel-Film. Suchst du was Bestimmtes? Ein hübsches kleines Schmuckstück. Ein Geschenk für jemanden? Für einen meiner Helfer, von denen ich dir erzählt habe. Als Zeichen des Danks. Können wir aufbrechen? Na klar. Geh voraus. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Okay, da hat sie jetzt aber direkt abgeschossen, du. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Moin, Septen. Was geht ab bei dir? Sie ist ein Assassine. Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Goddammit! Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Fair enough. Hallo, Hexenjäger. Guck mal, das ist ein Pirat, der Hexenjäger in seiner Freizeit. Arr! Ist denn das Problem, dass die Maske nicht angelegt wird oder dass nicht auf die angelegte Maske reagiert wird? Ist eine gute Frage. So, ich speichere nochmal. Vielleicht ist es ein Doppler, der momentan als Hurensohn Junior rumläuft. So, da kein Text mehr zu kommen scheint, laufen wir einfach. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch, ihr Kackfrösche!
Wie wär's mit einem Geschäft? Klar. Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Dass da jemand nur Hurensohn genannt wird? Das ist... Der ist kein Mobbing. Er nennt sich ja selber auch Hurensohn Junior. Das war seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen. Das werden wir schon bald wissen. Er hat wieder so ein pompöses Versteck. Also ich hoffe, dass das wirklich ein Doppler ist. Ich dachte, wir hätten ihn halt wirklich getötet. Aber nun, anscheinend ja nicht, ne? Anscheinend ja nicht. Achso, ist das nicht das gleiche Haus, wo wir ihn das Schwert im Messer im Bauch gerammt haben? Sieh einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt! Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo habe ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Geschafft. Sehr schön. Freue mich zu hören, Jenny. Wenn ihm das gefällt, leben und leben lassen. Genau. Es ist nicht klug, mit einem Hexer zu spielen. Hurensohn Junior? Warum muss es ausgerechnet der sein? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Ich frage mich, ob wir Dudu damit wirklich hätten töten können. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Haben da die Star Wars Autoren zu viel Hexer gespielt? Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Ist wahr. Sei vorsichtig, man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Du, das Synchro klingt irgendwie extrem abgelesen, aber das Spiel basiert ja auf einem Buch. Ich weiß gerade nicht, woher ich die Synchronstimme kenne, aber ja, das wirkt wenig so, als wäre die Stimme begeistert gewesen. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie
hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Sicher nicht mehr lange. Hey! Es war. Ich frage mich, wer dem Synchronsprechen gesagt hat, sei außer Atem, während wir ganz geschickt laufen. Ich war mal in einer Stadt, die Novigrad ganz ähnlich war. Aber die Leute waren viel größer und hatten dunkle Haut. War das in Serikanien? Nein, in einer anderen Welt. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu springen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. Ich würde es nutzen, um zum Kühlschrank zu kommen. So, Augen schließen, Eis. Fup, und dann bin ich unten. Aber warum hat... Das Wort klingt erhaben. Ach so, ja, ich weiß, warum Geralt gefragt hat. Da haben sie keine Abfrage reingesetzt, ob man das mit Avalach nicht schon zuerst gemacht hat. Dass er zwischen Welten springen bereits kennt. Aha. So, irgendein Kind spielt im Wasser rum. Wegen meiner. Ich meine, wenn du nichts Besseres zu tun hast, wir laufen mal ein bisschen schneller. Es scheint kein Flavortext mehr zu kommen. Ich finde es aber echt cool, dass wenn man mit Charakteren rumläuft, die einfach so ein bisschen was erzählen. Warum? Halt mal. Alles okay bei euch? Entschuldigung. Bist du ein Händler? Dieser hier würde in Serikanien ein Vermögen einbringen. Sei gegrüßt. Okay, der Kaufmann möchte nicht. Der kauft nichts, der Mann. Mann, kauf doch mal. So, lauf, Ciri. Hopp. Ach, ich liebe die Luft nach einem ordentlichen Guss. Die Leute in China auch, weil man dann endlich mal wieder was durch den Smog hindurch sehen kann. Oh. Richtiger Shade geworfen Richtung China. Genau so ein Shade, wie der Smog verursacht. So. Bin ich kaputt. Wir rennen mal noch ein bisschen schneller. Wo ist denn der goldene Stör überhaupt? Warum ich hab jetzt... Wie lange haben wir jetzt gespielt? Sind wir schon bei den 100? Ne, wir sind noch nicht bei den 100 Stunden, oder? Warte, das ist Stream 26, glaube ich. Oder 27. Also doch, so an die 100 Stunden haben wir schon gespielt. Und ich weiß nicht, was oder wer der goldene Stör ist. Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob es das tut? Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Und ziemlich gefährlich dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden? Jugend. Der hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Tut mir leid. Das ist das erste Mal, dass mir jemand als Hexe Respekt gezollt hat und nicht gegen mich kämpfen wollte. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Ein Verteidiger der Unterdrückten. Niemand Besonderes. Endlich nutze dein Gut darauf. Was? Erstaunlich, das ist wirklich das erste Mal, dass irgend so ein doofer Halunke, ne, irgend so ein Brieftaschenheld sich dachte, oh, das ist ein Hexer. Nee, gehen wir mal weg. Geralt von Riva. Der Geralt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Was hast du denn so gehört? Das ist eine gute Frage. Wirklich?
Was denn so? Zum Beispiel, dass du ihr so oft aus der Patsche geholfen hast, dass sie aufgehört hat zu zählen. Und dass du sie zum Lachen bringst. Das gilt für Ciri. Andere Damen allerdings... Bea, ich stehe direkt hier. Schon gut, schon gut. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Lebt wohl. Nun, also, Bär, ich hätte kein Problem mit einem kleinen Snack, ne? Also, deine Freundin. Gehen wir mal auf dein Zimmer. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Kopper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Aber wo ist Waldo denn? Ich weiß, ich bin ein Witze-Genie. Ein bisschen Honig aufs Brot schmieren, ne? Was verstehst du schon da? Eieiei. Auf die Knie. So, komm, laufen wir ein bisschen schneller nach Ferneck. Fest ist weiterhin meine Waifu in diesem Spiel. Wird nichts drum herum führen. So, whoop, da spielt noch ein Kind. Warum spielen so viele Kinder in Pfütze? Wobei, wir sind im Mittelalter, da hast du nicht viel zu tun gehabt. Wenn du eine Pfütze hattest, in der du spielen konntest, warst du schon der King. Der King des Schulhofs. Ich bin sehr froh, dass ich nicht im Mittelalter lebe, sondern in einer Zeit mit Videospielen und Büchern. Und, in einem Land, wo einem Lesen beigebracht wird, sodass man beides genießen kann. Und im wo Internet. Wo ist denn dein Freund? Da! Waldo! Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egger, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Ich meine, Geralt ist alt genug, um Ciris Opa zu sein, also ganz falsch lag er nicht. Geralt so zur Empfangsdame. Ich habe hier eine Salzstange, die müsste mir sauber gemacht werden. Hat so 10 bis 20. Hast du 10 bis 20 Minuten? Ja. Mhm. Ah, Geralt der Frauenheld, nicht? Ich meine, schaut euch sein Gesicht an, ne? Wer würde nicht schwach werden? Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade 2 Pferde verloren. Und 2 weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Ist
ist der Weg irgendwas sauer. Können wir vielleicht helfen? Ich habe zwar manchmal das Gefühl, ich wäre besser in den 50ern geboren, die 60er bis 90er miterlebt zu haben, aber ich bin auch froh, dass ich Games und Internet habe. Echt mal? Außerdem hätte ich keinen Bock gehabt, in den 50ern geboren zu werden oder die 60er bis 90er mitzuerleben, weil holy moly, der Kalte Krieg war nicht schön. Konstant Angst haben plus deine Eltern haben Weltkrieg überlebt und sind deswegen komplett komische Menschen? Nee. Ich bin sehr zufrieden, dass ich weit weg von diesen Konflikten geboren bin. Sehr weit weg. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar, nicht, Ciri? Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Ja, das stimmt. Kalter Krieg, Sexismus und Rassismus will man irgendwie aus dem Männerstall gestenkt. Genau. Plus. Mit Morbus Pertis groß zu werden. Während der Zeit, ich glaube nicht. Zumal, holy shit, man muss einfach mal bedenken, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht mal annähernd so viele Impfungen, wie wir heutzutage haben. Ich weiß nicht mehr, wann die Polio-Impfung kam, aber nee. Anfang der 90er geboren zu sein, ist komplett okay. Ist komplett okay. Finde ich. Nein, danke. Mir ist heute nicht danach. Ob Kummer oder Zipperlein, Catwin Gold drängt's wieder ein. Stimmt's, Ciri? Stimmt genau. Bleibt bei uns. Bald gibt's ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Außerdem wäre ich als Bisexueller nicht glücklich geworden in der Zeit. Weißt du, es geht mich nichts an, aber ich bin froh, dass du und Yennefer wieder zusammen seid. Ich auch. Du hast dir Zeit gelassen. Wir mussten uns wohl mit den Gedanken erst anfreunden. Und wie war es? Du weißt schon, als der Wunsch vorbei war, was hast du gefühlt? Tja, da standen wir nur, wir zwei, auf dem Berggipfel. Ich sah sie an und spürte, dass ich genau dort war, wo ich sein sollte. Endlich. Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten, von Dorf zu Dorf ziehen, mir keinerlei Sorgen machen. Jetzt müssen wir die Jagd besiegen. Worum machst du dir denn Sorgen? Klingt nach einem guten Plan. Sagen wir so, hätte ich eine TARDIS, wäre mein erstes Ziel Woodstock Festival und dann Houston während der Mondlandung. Das kann ich nachvollziehen, ja. Moment, du bist Bi und hast Morbus Pertis. Morbus Pertis, schon komplett auskuriert, ne, hatte ich als Kind. Meine Hüfte ist wieder nachgewachsen, alles gut. Und ja, ich bin Bi. Steht auch in meiner Twitter-Bio. Ne, dafür existiert das Wort Bio, damit man weiß, dass man Bi ist. Genau. Guter Plan. Ich glaube, ich komme mit. Dann ist unsere Zukunft ja geregelt. Sofern nicht nur noch Asche von uns übrig ist, wenn dies vorbei ist, heißt das. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach. Wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich könnte sein wie sie.
Betrunken? Nein, Geralt nicht. Was meinst du damit? Ich verstehe dich. Also sowas lese ich eigentlich nie. Biografien kann man sich auch ausdenken. Hey. Hey, denkst du, ich würde mir meine eigene Biografie ausdenken? Was hältst du mich? Für einen Entertainer? Ich auch. Manchmal ist es eine Last, ein Hexer zu sein. Genau wie mein Erbe. Ich wäre so gerne gewöhnlich. Dein Leben gehört dir, sonst keinem. Du legst fest, wer du bist. Geralt, du weißt, das hat noch nie gestimmt. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk? Mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Nein, aber schon so ein paar Bio gelesen, wo ich gedacht habe, okay, übertreiben kannst du. Man stellt sich gerne besser dar, als man ist, nicht? Die unschönen Seiten seiner Persönlichkeit zu zeigen, schreckt Menschen ab und dann poliert man sich hoch. Also ja, ist schon wahr. Im Internet sollte man immer daran denken, dass die andere Person ein Mensch ist und damit auch negative Seiten hat und nicht so perfekt ist und so super, wie sie sich gibt. Damit ist bald Schluss. Wenn wir Eredin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Eredin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Sei nicht naiv. Gott, Geralt. Wenn du meinst... Gott, Geralt! Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Fünf Menschen hier. Endlich habe ich euch gefunden. Hast du die Pferde bekommen? Ich wüsste lieber, wie es beim Händler war. Konntest du ein paar Pferde auftreiben? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar. Ach, okay, die Pferde stehen. Könnt ihr sie nicht einfach kaufen? Ich kaufe sie euch. Wollen wir sie kaufen? Oder wollen wir sie klauen? Kommt, ihr habt die Wahl. Kaufen oder klauen? Ich finde schön, dass Zirichs Kopf einfach immer wieder so ein bisschen zurückschnappt. Immer wieder. Na komm mal, da. Kaufen, okay. Von wem würden wir klauen? Von irgendeinem Händler, der viel zu hohe Preise verlangt hat, laut dem Dude. Ich meine, mit Ciri kann man Pferde klauen, nicht? Dann kaufen. Achso. Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen könnte. Wir können uns nicht erkenntlich zeigen. Das müsst ihr auch nicht. Ein großzügiges Angebot, aber es löst das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschaum mache ich keine Geschäfte. Ich glaube, das sagte er. Und wenn er nicht handelt, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Fair enough. Dann klauen wir. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja, ja, ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig.
Wir treffen uns bei den Stellen.